Ja, heute etwas Größeres für euch aus dem Hause Infiniti, der QX70S. Und was wir daran gemacht haben, erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, der QX70S hat einen für uns bekannten Motor drin, den VQ37 VAR Motor. Wir haben hier bei dem Fahrzeug unsere ProCuts verbaut, die passen, idealerweise, und eine Nvidia Gemini Sportauspuffanlage mit ABE. Klingt super klasse, können wir euch gleich nochmal zeigen. Aber zusätzlich hat er natürlich auch eine ähnliche Motorsteuerung wie der 370Z an Bord. Und da haben wir natürlich uns gedacht, da können wir bestimmt was machen. Haben Ecotec und auch Uprev quasi die Rohdaten geschickt, die dann halt konvertiert haben, sodass wir quasi auch die Software modifizieren können. Wir haben uns letztendlich für Ecotec entschieden, weil einfach mehr möglich ist damit. Ja, das heißt, wir konnten fast alle Parameter, die auch im 370Z möglich sind, anpassen und damit ein wirklich klasse Fahrverhalten generieren. Man merkt nichts quasi von, dass es ruckelt im Schaltvorgang oder ähnliches. Der einzige Nachteil bei dem Infiniti-Getriebe ist halt gegenüber dem Z-Getriebe, dass ihr quasi im Kickdown in der manuellen Gasse, dass er immer noch runterschaltet und das halt auch selbstständig hochschaltet. Das ist immer ein bisschen schade. Somit kann man schwieriger Volllast-Loks fahren. Ja, das heißt also, wenn ihr quasi im zweiten, dritten, vierten Gang halt voll durchtretet oder sowas, na, dann schaltet der halt immer runter, wenn ihr im Drehzahlkeller seid. Das ist ein bisschen ungünstig, aber das ist halt Infiniti-typisch, muss man einfach akzeptieren. Ja, wir zeigen euch gleich nochmal, wie sich das Auto anhört und vielleicht fahren wir auch nochmal eine Runde. Also bis gleich. Ja, kurze Probefahrt mit dem QX70S mit 3,7 Liter V6 Motor. Basismäßig soll er tatsächlich etwas weniger Leistung haben als der 370Z. Ich glaube, der ist eingetragen mit 320 PS. Müsste ich aber nochmal nachschauen. Aber ist natürlich ein Riesentrümmer, ein riesengroßes Ding. Ja, tatsächlich nach vorne finde ich halt unübersichtlich, aber gut. Kunde hat hier so ein großes Display noch nachgerüstet, aber wir wollen jetzt erstmal schauen, wie es um die Performance steht. Ich habe schon diverse Logfiles gefahren, ist jetzt auf 98 Oktan abgestimmt und wäre theoretisch auch auf 102 abstimmbar, ist kein Problem. Aber aktuelle Benzinpreise, ne, ist halt so ein Thema für sich. Anlage, ihr hört es vielleicht, klingt gut. Ja, ist nicht zu brummig, also man kann halt auch ruhig fahren, ne? Wenn ich einfach jetzt mal vom Gas gehe so ein bisschen, dann tritt die halt in den Hintergrund, hört man den auch kommen. Ja, jetzt haben wir, Motor ist soweit warm, nicht erschrecken. Achso, Nadine ist übrigens heute hinter der Kamera, ganz wichtig. Ja. Jetzt haben wir hier deswegen wackelt's. Deswegen wackelt's, nicht mehr als sonst. So, auf unserer abgesperrten Strecke werden wir jetzt hier einfach mal im DS-Modus mal ein bisschen mehr Gas geben. Ich gehe jetzt vor den Kickdown extra, damit er nicht zu viel runterschaltet, okay? So. Ab 5,5 kann man den Kickdown geben, aber da schaltet er nicht mehr runter. Man sieht, das geht richtig gut. Also Durchzug ist da, ist eine klasse, schönes Drehmoment. Natürlich entsprechende Drehmomentgrenzen noch mal ein bisschen angehoben, gerade halt Getriebeansteuerung, aber halt so, dass alles noch super safe ist. Alles unkritisch. Benzin-Luftgemisch habe ich auch einen Tick fetter gemacht als beim 370Z, weil es einfach mehr Last hier ist durch das hohe Gewicht vom Fahrzeug. Gegebenenfalls sogar noch Hängerbetrieb, man weiß es nicht, aber ist ja grundsätzlich vorstellbar bei so einem Auto. Ja, ansonsten bin ich eigentlich sehr begeistert von der Performance. Ja, der geht jetzt ganz geschmeidig über die 200. Vormax-Begrenzer haben wir natürlich auch rausgenommen. Der ist bei, was war das eingestellt, 236 oder sowas. Ganz komische Zahl gewesen.
aber egal. Ja, so viel dazu zum QX70S. Wie gesagt, den können wir jetzt auch machen mit Abriff oder EcoTech. Aber wie gesagt, wir empfehlen hier tatsächlich die EcoTech-Geschichte. Die Performance ist einfach deutlich besser. Ich kann mehr spielen mit der Software. So, ab in den Modus. Alles gut. Ja, ich verbleibe dann mal bis zum nächsten Video. Euer Dino, ganz kurz und knackig diesmal. Bis dann. Ciao.